wie ein Riesenspeicher, den man füllen muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Alles ist relativ normal, alles ist oh. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Sophie war den Pferdevergiftern auf die Spur gekommen und aufgeflogen. Aua, das tut weh! Aber Anton hatte einen Plan. Die werden sich wundern. Das brennt! Hol Wasser! Antons Plan ging auf und er konnte Sophie befreien. Hey! Hier geblieben, du Biest! Die miesen Typen wurden geschnappt. Hände an Wagen, Füße zurück. Anton wusste jetzt, dass er nur Sophie wollte und setzte alles auf eine Karte. Und Conny? Ich habe mich eben in jemand anderes verliebt. Sag mal, spinnst du? Warum wirst du denn hier mit meinen Sachen rum? Weil du hier ausziehst. Aha, und warum? Weil ich keinen Bock habe, mit so einer Verräterin wie dir in deinem Zimmer zu wohnen. Hallo? Sag mal, hast du sie noch alle? Nein, du hast sie nicht mehr alle. Auf dem Reiterhof vor allen Leuten mit Anton rumzumachen. Erstens haben wir nicht rumgemacht und zweitens seid ihr doch gar nicht mehr zusammen. Und du konntest nicht mal einen Tag warten, bis du dich an ihn ranmachst? Mann, ich konnte nicht anders. Ach, komm, nimm deine Sachen und verpiss dich. Man hört euch bis auf den Flur. Wie sieht's hier überhaupt aus? Conny, ich bin total. Mit der schlafe ich nicht weiter in dein Zimmer. Kann mir bitte jemand mal erklären, was überhaupt los ist? Die soll verschwinden, sonst raste ich aus. Moment. Bevor ich die Köpfe einschlage, würde ich vorschlagen, dass Sophie heute Nacht erstmal im Gästezimmer schläft. Ja, und morgen sieht doch schon wieder alles ganz anders aus. Das glaub ich nicht. Sie soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und vergiss dein Keyboard nicht. Wenn schon, dann ist der Bassist süß. Aber morgen kriege ich die CD wieder. Ja, versprochen. Oh. Macht mir den Tanzkurs jetzt doch? Oh Mann, das war vielleicht eine Arbeit, hier rumzukriegen. Aber jetzt coacht sie uns. Nicht schlecht. Was ist das? Reise nach London zu gewinnen? Mhm. Nina hat vor ein paar Tagen eine alte Bekannte wieder getroffen. Und die ist die Managerin von Magic Star Night. Was? Nina hat Kontakte zu Magic Star Night? Das ist das krasseste Musical in London. Nina kennt diese Beatrice wohl schon seit der Zeit, als sie selber mit ihrer Band unterwegs war. Nina hatte eine Band? Ja, eine Schülerband oder so. Und sie hat die Idee, dass die zwei Besten aus unserer Tanzgruppe als Background-Tänzerin bei Magic Star Night mitmachen können. So gut wie du tanzen kannst, gewinnst du bestimmt. Darf da eigentlich jeder mitmachen? Nur Mädchen, aber man muss in Paaren tanzen. In meiner alten Schule habe ich bei jeder Aufführung solo getanzt. Dann haben wir ja gleich zwei Dance-Profis in der Klasse. Stimmt. Zusammen würden wir die anderen locker schlagen. Naja, mir geht's ja um den Spaß und nicht um den Sieg. Also dann, ich gehe mal die Plakate aufhängen. Oh nein, jetzt habe ich mein Geschichtshefte bei Conny liegen lassen. Hallo, Schatz. Mama, was machst du denn hier? Morgen ist die Vernissage, das weißt du doch. Dann bleibst du wohl eine Weile hier. Eine Woche, dann muss ich wieder zurück nach Köln. Ich habe dir hier übrigens deine Sachen mitgebracht für den Empfang morgen Abend in der Galerie. Komm, probier mal an. Sag mal, wieso wohnst du hier eigentlich alleine? Diese Conny wollte mir nichts Genaues sagen. Conny und ich, wir haben uns gestritten. Da bin ich dann halt ausgezogen. Oh, Schatz, mach dir nichts draus. Wahrscheinlich ist dieses Mädchen nur neidisch auf dich. Ja, ich glaube, es ging um Anton. Der ist nämlich jetzt mein Freund. Weißt du was? Ich hab dir noch was mitgebracht. Moment. Hier. Was ist denn das? Das nimmst du bitte bis morgen Abend ab. Einverstanden? Aber das ist doch von meinem Freund. Professor Lenski Koljakow wird morgen Abend sehr wahrscheinlich auch da sein. Das wäre der perfekte Klavierlehrer für dich. Und mit ein bisschen Glück kriegen wir vielleicht sogar einen Vorspieltermin bei ihm. Weißt du, ich finde es übrigens wunderbar, dass du hier alleine wohnst. Da kannst du dich in Ruhe auf die Schule und deine Musik konzentrieren. Denn wie ist unser Leitspruch? Sollst lernen stets und dich bemühen, dann wird die Welt dir offen stehen. Wunderbar.
Sei morgen pünktlich. Halt. Ach, wie war noch sein Name? Anton, ja. Schatz, ich finde, du hast jetzt Wichtigeres zu tun. Little Princess Zaira. Ich übersetze. Ein Leben zwischen indischer Tradition und deutscher Currywurst. Was machen die da eigentlich alle bei Zaira? Tja, Prinzessin müsste man sein. Die hat's eben. Und ich hab's nicht, oder was? Doch, doch, na klar. Du bist doch sowieso der Star. Eigentlich sind wir uns ziemlich ähnlich. Echt? Findest du? Ja, und eigentlich müssen die Stars der Klasse auch das absolute Dreamteam beim Vortanzen sein. Klasse, du und ich? Nein, ich meine Zaira und mich. Ah, da bist du ja, Lilly. Kommst du her? Ich hab dir extra den Platz freigehalten. Das kann doch nicht wahr sein. Und, hast du jetzt noch mal darüber nachgedacht? Über den Tanzkurs? Mhm, du machst doch mit, oder? Sind das ja wirklich nur Mädchen? Ja klar, wir sind ganz unter uns. Und dann in London. Nur wir beide. Oh, ist doch total super. Sag mal, wie läuft das da eigentlich mit dem Musical? Ihr werdet euch noch wundern, was da alles läuft. Du hast Sophie echt aus dem Zimmer geschmissen? Ja, na klar. So wie die mit Anton auf dem Reiterhof rumgemacht hat, vor allen Leuten. Heftig. Aber da war es doch schon nichts aus mit euch. Naja, eigentlich wollte ich mir noch eine Chance geben. Oder hat sich diese Zicke schon an den Rand geschmissen? Krass. Hast du denn schon mal mit Anton über die Sache geredet? Ach, der hat doch sowieso nur noch Augen für seine Sophie. Siehst du, was hab ich gesagt? Also ehrlich, mit der hätte ich es auch nicht länger in dem Zimmer ausgehalten. Und wie war die Nacht im Gästezimmer? Was soll das? Ich dachte, wir hätten das besprochen. Was mischst du dich denn da ein? Ich hab mit Sophie geredet. Oder bist du jetzt auch noch ihr Pressesprecher? Jetzt hör doch mal auf mit dem Scheiß. Scheiß? Das, was ihr auf dem Reithof abgezogen habt, das war Scheiß. Wieso? Du hast doch gesagt, ich kann machen, was ich will. Ist schon okay. Setzt ihr euch bitte, wir haben heute viel vor. Was habt ihr denn da besprochen? Anton, seit wann sitzt du denn neben Sophie? Das ist mit Herrn Dr. Wolfert abgesprochen. Gut, von mir aus. Wie angekündigt, machen wir heute eine mündliche Leistungskontrolle. Ich will wissen, was ihr von den letzten Stunden behalten habt. Gibt es Freiwillige? Dann nehmen wir Marie-Sophie. Oh. Beschreib mir doch bitte mal die Ursachen für den Beginn der Bauernkriege im Jahre 1524. Was ist los? Ich weiß es nicht. Kannst du vielleicht mit dem Begriff Bundschuh was anfangen? Nicht wirklich. Moritz, was ist mit dir? Kannst du uns weiterhelfen? Ja, bitte herein. Ich soll nur mal kurz nach dem Schloss gucken. Ja, natürlich. Ach, übrigens, Herr Pasulke, da haben Sie mir ja was Schönes eingebrockt mit Ihrer komischen Sonnenschein-CD. Wieso das denn? Ich ertrage einfach die permanente gute Laune von Frau Gallwitz nicht mehr länger. Was stört Sie daran denn? Immer dieses Lächeln, diese übertriebene Fröhlichkeit, das kann doch nicht gesund sein auf Dauer. Na, Ihnen fehlt wohl jemand, mit dem Sie streiten können, Herr Dr. Wolfert. Da könnten Sie recht haben, Herr Pasulke. Ich erinnere mich gern an die Diskussionen mit Frau Gallwitz. Und die haben mir auch immer sehr viel Freude bereitet. Ah, das klingt ja nach echter Sehnsucht. So würde ich das nicht sagen. Ich mache mir eben einfach nur Sorgen. Sorgen? Warum das denn? Na, in ihrer momentanen Überschwänglichkeit hat sie nur noch Augen und Ohren für diesen komischen Fahrlehrer. Sagen Sie mal, Sie sind doch nicht etwa eifersüchtig? Ach, ich muss doch wirklich sehr bitten, Herr Pasulke. Sie verstehen mich nicht. Ich möchte doch einfach nur, dass sie wieder so ist wie früher. Richtig, Conny. Und diesen Zusammenschluss nennt man Schwäbischen Bund.
Vielen Dank. Sophie, letzter Versuch. Was kannst du uns über die Forderungen der Bauern sagen? Naja, was für Probleme hatten die Bauern denn damals? Es gibt dir doch mal ein bisschen Mühe. Keine Ahnung. Was interessieren mich die scheiß Bauern? Ich habe selber genug Probleme. Tja. Wenn das so ist, das ist dann eine glatte 6. Bis zur nächsten Stunde lest ihr bitte alle noch mal Kapitel 6 und 7. Können Sie die 6 nicht vielleicht streichen? Wenn Sie mich morgen fragen, weiß ich bestimmt alles. So läuft das nicht. Und das weißt du auch, Sophie. Bitte, heute ist echt nicht mein Tag. Das habe ich gemerkt. Das mit den Bauern vorhin, das habe ich nicht so gemeint. Kann schon sein, aber das ändert nichts daran, dass du nichts wusstest. Tut mir leid. Aber wo keine Leistung ist, kann ich nur eine 6 geben. Dann eben nicht. Ach ja, und noch was. Bringt bitte das nächste Mal Absatzschuhe zum Training mit. Keine Sorge, es müssen ja keine High Heels sein. Okay, am besten, ich zeige euch jetzt ein paar Schritte und ihr versucht, sie danach zu tanzen. Für den Anfang ganz einfach. 4 Schritte nach vorne. 1, 2, 3, 4 und pausen. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass ihr viel lächelt und natürlich überzeugt seid von dem, was ihr macht. Hi Leute, die Show kann beginnen. Schön, dass du auch schon kommst, Vanessa. Ja, sorry, ich muss noch das richtige Outfit finden. Oh ja, auf die Verpackung kommt es natürlich an. Dann können wir jetzt hoffentlich weitermachen. Na dann zeig mal, was ihr so drauf habt. Bleiben die etwa hier? Ist doch kein Problem, oder? Publikum gehört beim Tanzen schließlich dazu. Ich dachte nur, weil das ja eigentlich ein Mädchentanzkurs ist. Wir tanzen ja auch nicht mit. Wenn es dir unangenehm ist, dann können wir Vanessas Publikum natürlich rausschmeißen und alleine weiter trainieren. Du musst nur was sagen. Nee, ist schon okay. Also gut, ihr könnt bleiben. Aber wer blöde Bemerkungen macht, fliegt raus, klar? Aber pfeifen und ausbuhen ist doch erlaubt, oder? Also Mädels, nochmal von vorne. Hey, kommst du? Wir wollten noch skaten gehen. Ich kann nicht. Ich habe jede Menge zu tun. Bist du etwa immer noch schlecht gelaunt wegen Lachmann? Wenn du willst, rede ich mal mit ihm. Das bringt auch nichts. Der nimmt die 6 nicht zurück. Jetzt mach dich doch nicht so fertig. Wegen der einen 6. Ja, du bist gut. Der Typ hat mir den ganzen Notendurchschnitt versaut. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es meiner Mutter erklären soll. Du glaubst, sie macht dir echt so einen Stress? Ach, Quatsch. Aber ich will sie nicht so enttäuschen. Das verkraftet sie schon. Ja, ich aber nicht. Ich bin halt anders als du. Außerdem kennst du meine Mutter nicht. Ja, dann stell sie mir doch einfach vor. Jetzt, wo sie schon mal da ist. Guck mal, wie findest du das hier? Das, was ich dir geschenkt habe, finde ich schöner. Kommst du jetzt? Ich muss doch noch üben. Ich habe ein Vorspiel beim Musikprofessor. Jetzt werd doch endlich mal locker. Üben kannst du später immer noch. Ich weiß nicht. Gut. Dann helfe ich dir bei deiner Entscheidung. Hey, warte mal. Bist du wieder her? Ich komme damit. Aber ich weiß nicht, ob ich die passenden Sachen dafür habe. Ach, Quatsch. Oh, nee, ist das unbequem. Oh, Entschuldigung, wie sehen Sie denn aus? Ich habe gleich Fahrprüfung. Da muss man solche Sachen tragen? Ja, sicher. Falls es einen aus der Kurve trägt. Allerdings muss ich mir an diese Kluft auch erst gewöhnen. Ist ja vielleicht gar nicht nötig. Sie sollten mal diese Sonnenschein-CD hören. Da werden Sie gleich viel gelassener. Na, das fehlte mir gerade noch. Es reicht doch, wenn Sie jeglichen Sinn für die Realität verloren haben. Besser, als auf alles Neue geradezu allergisch zu reagieren. Sagen Sie mal, kennen Sie diesen Fahrlehrer schon lange? Was geht Sie das denn an? Ach, ich meine nur so, wie alt ist der eigentlich?
Marianne. Hallo, Robert. Hallo. Sie sehen einfach super aus. Guten Tag. Wollen wir? Ja. Als dann? Ciao. Wünschen Sie mir Glück. Marianne. Super. Und jetzt umdrehen und den Hut. Right now. Let me take you by the hand. Right now. Put your lips at my command. Und Pausen. Right now. Sehr schön, Elena, sehr schön. Fly me off to lover's land. Baby, don't you leave me at the post. Kiss me. You can feel it coast to coast. Sehr gut, Billy. Sehr gut. Und jetzt runtergehen. Und Vanessa, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, Zaira. Schön machst du das. Das wird ja immer besser. Hier, ein Souvenir. Krieg ich darauf ein Autogramm? Na, wer zieht sich als nächstes aus? Das ist mir echt zu peinlich. Oh Mann, Lilly. Komm, denk doch mal an das Wochenende in London. Vielleicht will Lilly ja gar nicht nach London. Ja, genau. Wahrscheinlich hat sie Flugangst. Wo willst du denn hin, Lilly? Ich steig aus. Überleg dir das doch noch mal. Okay, dann warte bitte hinten auf mich. Ach komm schon, Lilly. The show must go on. Okay, Jungs, das war's für euch. Aber ich hab da überhaupt... Ende der Diskussion. Ihr habt's nicht anders gewollt. Das hast du ja sauber hingekriegt. Besten Dank. Schade, dass es wieder nicht geklappt hat. Und alles nur, weil ich den Motor ein bisschen abgewürgt habe. Naja. Na, wie Sie sich freuen, hat es wohl super geklappt. Darf man Ihnen gratulieren? Natürlich dürfen Sie gratulieren. Nur leider nicht zur Fahrprüfung. Wieso das denn? Hat dem Prüfer Ihr Outfit nicht gefallen? Nee, der hatte nur was dagegen, dass ich den Motor an einer Kreuzung abgewürgt habe. Naja, so ziemlich an jeder Kreuzung. Da kann ein Prüfer schon mal nervös werden. Ja, dann hat Ihre Sonnenscheinmethode wohl nicht funktioniert. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Es gibt Schlimmeres als einen verpatzten Führerschein. Das stimmt. Wir beide schaffen es schon noch. Hm? Oh, Robert. Danke, danke für alles. Also dann, muss los. Ciao. Ciao. Sie kann ja wohl gar nichts mehr aus der Ruhe bringen, was? Sie sagen es. Ach, und kommen Sie doch nachher in die Mensa. Wir feiern dann mit den anderen Kollegen meine nicht bestandene Fahrprüfung. Du. Ich mal drauf. Genau. Perfekt. So, jetzt gehen wir nach vorne. Und zurück. Ja, perfekt. Okay. Jetzt versuche ich es mal alleine. Wenn du willst. Bis da vorne und wieder zurück. Okay. Bis gleich. Dich echt lange blicken lassen. Hallo Simon. Ja, ich hatte in letzter Zeit ein bisschen Stress. Ja, hoffentlich nicht mit den Mädels. Wer sind die? Sophie, meine Freundin. Herzlichen Glückwunsch, sie sieht aus wie meine Mutter. Hey, pass auf, was du sagst. Ja? Chill mal, Mann und Joe. Nein! Was ist los? Hast du dir wehgetan? Mein Armband ist weg, gerade eben hatte ich's doch noch. Stopp, anhalten! Was ist mit dir los? Tickst du noch ganz sauber? Hey, ich habe meinen Arm mal gerade verloren. Ist hier irgendwo sein? Stopp! Oh nein!
Du hast doch gut getanzt. Ehrlich? Ja, klar. Aber ich habe ein paar Mal den Einsatz verpasst. Das kann doch mal passieren. Mach doch nichts. Du musst einfach üben. Du bleibst doch im Kurs, oder? Ich weiß noch nicht. Es wäre echt schade, wenn du aussteigst. Meinst du das ernst? Du lässt dich manchmal ein bisschen zu schnell verunsichern. Ich mag's eben nicht, wenn alle mich anstarren. Lilly, deswegen habe ich doch die Jungs rausgeschickt. Das war doch in deinem Sinne, oder? Ja, schon. Aber die sind jetzt total sauer auf mich. Ach Quatsch, das wird schon wieder. Du musst ihnen gegenüber einfach ein bisschen selbstbewusster sein. Das schaffe ich doch nie. Ja, mit der Einstellung natürlich nicht. Ich war früher auch mal schüchtern. Wirklich? Mhm. Was hast du dagegen gemacht? Naja, ich habe aufgehört, mich zu verkriechen. Und wenn ich vor was Angst hatte, dann habe ich es erst recht gemacht. Ich überleg's mir noch mal mit dem Tanzen. Also sowas Absurdes. Da feiert die verehrte Kollegin ihre durchgefallene Motorradprüfung. Also ich find's toll, dass sie trotzdem feiert. Na, hoffentlich spricht sich das nicht bei unseren Schülern rum. Wenn die jede schlechte Note feiern, dann ist hier bald nur noch Party angesagt. Die sind doch nur sauer, weil sich Frau Geilwitz von ihnen nicht mehr ihre gute Laune verderben lässt. Nein. Also, ja. Was ist denn eigentlich los mit Ihnen, Herr Kollege Wolfert? Man könnte fast meinen, es sei Ihnen lieber, wenn Frau Galbitz schlechte Laune hat. Nein, das stimmt doch gar nicht. Aber ich befürchte einfach nur, dass dieser Sonnenscheinblödsinn ihr das Gehirn vernebelt hat. Herr Wolfert, was haben Sie bloß in letzter Zeit immer zu mit mir? Nichts, liebe Kollegin. Ich mache mir einfach nur Sorgen um Sie. Herzlichen Dank. Dürfte ich mal erfahren, warum? Ja, das ist doch ganz offensichtlich. Sie machen sich hier vor aller Welt zum Narren. Ah ja, finden Sie. Ja. Die Motorradprüfung. Dieses zur Schau gestellte Geplänkel mit dem Fahrlehrer. Man hat ja das Gefühl, dass Sie versuchen, Ihre Jugend nachzuholen in Ihrem Alter. Ja, Himmeldonnerwetter, jetzt reicht's mir aber. Bevor ich eine so verstaubte Knalltüte werde wie Sie, falle ich doch lieber dreimal die Woche durch die Fahrprüfung. Endlich. Bist du wieder die alte Marianne? Nein, du warst nicht gut. Du warst mega gut. Super duper, aber super cool. Danke, du alter Schleimer. Schade nur, dass ihr ab jetzt nicht mehr zuschauen könnt. Nur wegen dieser bescheuerten Lilly. Die hat uns alles versaut. Lilly ist immer ein bisschen schüchtern. Ach Quatsch, die hat einfach nur die Hosen voll. Und wenn man die Hosen voll hat, kann man natürlich auch nicht tanzen. Ihr seid gemein. Also ich finde, dass Lilly ziemlich sexy ist, wenn sie tanzt. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Die Kleine ist echt alles andere als sexy. Hoffentlich kann man das irgendwie reparieren. Meine Mutter wird total enttäuscht sein. Ach, so eine Riesenwelle wegen so einem blöden Armband. Jetzt komm mal wieder runter. Was soll ich? Ich verstehe immer noch nicht, warum du so einen Stress machst deswegen. Die Jungs denken ja... Was denken die Jungs? Nein, sag es ruhig. Bin ich dir zu peinlich? Ist es das? Und warum bist du dann mit mir zusammen? Ach, Sophie, bitte. Jetzt sei wenigstens ehrlich. Und nächstes Mal bei Schloss Einstein. Hallo! Was macht ihr denn da? Lilly, du bist ja eine ganze Stunde zu spät. Berger hat mich eingeschlossen. Dafür kann ich doch nichts. Berger? Das glaubst du doch selbst nicht. Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.